Das Motto heute ist The Challenge, die Herausforderung. Und meine Herausforderung betrifft Sie, betrifft euch alle. Und ich hoffe, dass nach meinem Vortrag, nach meiner Rede, meine Challenge, meine Herausforderung auch Ihre Herausforderung wird. Aber zunächst möchte ich Sie alle kurz nochmal um einen Gefallen bitten. Und zwar alle, die heute nicht ursprünglich aus Stuttgart kommen, und damit meine ich nicht ursprünglich aus Deutschland, beziehungsweise deren mindestens ein Elternteil nicht ursprünglich aus Deutschland kommt, bitte ich jetzt aufzustehen. So, herzlichen Dank. Für Sie hat der mediale Diskurs, die Politik und die Wissenschaft eine unzählige Vielfalt an Begriffen geschaffen, um sie zu beschreiben oder zu definieren. Sie sind Migrant oder Mensch mit Migrationshintergrund oder Ausländer oder Expat oder Gastarbeiter. Den Begriff Flüchtling gibt es auch. Aber was Sie vor allem hier gerade darstellen, ist Abbild unserer Gesellschaft. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft. Sie dürfen sich widersetzen. Vielen Dank. Und zwar, Deutschland ist ein Einwanderungsland nicht erst seit 2005, seitdem es die Bundesregierung ganz offiziell bekannt gegeben hat. Deutschland ist auch nicht erst ein Einwanderungsland seit ein paar Monaten, weil wir jetzt gerade medial unheimlich stark mit diesem Thema konfrontiert sind, aufgrund der vielen Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Deutschland ist schon ganz lange ein Einwanderungsland und somit auch schon ganz lange eine Einwanderungsgesellschaft. Also wenn ich allein schon an meinen Vater denke, der ist schon seit über 50 Jahren in Deutschland. Genau. Und ich habe eine Vision. Also wir leben in einer bunten, kulturell vielfältigen Gesellschaft. Wie sollte denn diese Gesellschaft aussehen? Also ich habe da schon eine Vorstellung, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Und zwar, ich stelle mir vor, dass kulturelle Vielfalt ein Reichtum ist, als Reichtum anerkannt wird, dass es als Potenzial angesehen wird und vor allem, dass es als Normalität, als Normalfall von allen Menschen betrachtet wird. Ein paar Beispiele. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft Zugänge zu allen Ressourcen haben, gleichberechtigt sind, gleiche Chancen haben, dass alle Kinder zum Beispiel aufs Gymnasium gehen können, dass wir Moscheen bauen können, dass Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrem kulturellen Hintergrund Jobs finden und schöne Wohnungen, dass Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel in Filmen nicht immer entweder die Benachteiligten, die Problemkinder oder die Kriminellen spielen, sondern auch die Helden. Dass wir Menschen mit Migrationshintergrund auch wirklich in den Medien stärker sehen, in Chefetagen, in der Wirtschaft, in der Kulturbranche. Ja, und ich wünsche mir vielleicht auch, dass wir eines Tages eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler mit Migrationshintergrund haben. Fände ich gut. Ist alles noch recht fern? Und hört sich vielleicht auch ein bisschen wie ein Märchen an. Denn es ist nicht für alle selbstverständlich, würde ich sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir unabhängig von kultureller Herkunft die gleichen Chancen haben. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ich mir anschaue, wenn wir wirklich auf diesen Begriff, diese Begriffe zurückgehen, von denen ich eingangs gesprochen habe. Wenn wir sagen, Migranten und Ausländer und Muslime und so weiter und so fort. Da stecken auch immer ganz klare Bilder mit, die wir vor Augen haben, was denn typisch ist für diese Menschen. Ja? Wir sind noch in einem Schubladendenken drin. Wir haben Begriffe und wir denken, ja, diese Begrifflichkeiten bedeuten was. Das macht die Menschen eben aus. Und jetzt habe ich gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, die Sie bestimmt schon kennen. Jeder Fünfte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. In Stuttgart ist es so, dass sogar 40% der Erwachsene einen Migrationshintergrund haben. Und bei den Kindern und Jugendlichen sind es sogar 60%, Tendenz steigend. Ja? Unsere Gesellschaft wird immer bunter und wir müssen schauen, dass wir aus diesen Schubladendenken herauskommen. Denn diese Schubladen sind gefüllt von Nichtwissen oftmals, von Misstrauen, von Angstgefühlen und natürlich von viel fehlender Information. Und das wird sichtbar, wenn wir sehen, wie ein Herr Sarrazin Bücher verkauft ohne Ende, wenn wir in die Zeitungen schauen und schauen, was Pegida hier für Ausmaße bundesweit bekommt. Genau. Und jetzt bin ich nochmal bei den Begriffen. Bei den Begriffen, was ist typisch? Ich hatte gesagt, wir haben Bilder im Kopf, wenn wir von Migranten sprechen, wenn wir von Muslimen sprechen, wenn wir von Italienern sprechen. Jetzt möchte ich Sie einfach mal einladen oder möchte euch einladen, mal zu überlegen, was ist denn typisch für Stuttgarter?
Denken Sie daran, ja, dass Sie zum Beispiel alle in Daimler fahren oder dass Sie die Care-Woche lieben und dass Sie sparsam sind. Ja? Bestimmt auch die Herzlichkeit. Ja, bestimmt auch die Herzlichkeit. Aber das sind jetzt alles Bilder, die wir haben und ich weiß nicht, wie viele sich damit identifizieren. Also ich nicht, ich fahre keinen Daimler zum Beispiel und sparsam bin ich auch nicht. Und ich kenne diesen Zwiespalt eigentlich auch aus meiner Kindheit schon, weil man mich immer gefragt hat, ja, bist du denn jetzt Italienerin oder bist du denn jetzt Deutsche? Also entweder oder, entscheide dich mal. Dann war es so, dass eigentlich die anderen für mich entschieden haben. Ich wurde immer in eine Schublade gepresst. Also in Deutschland war ich dann immer die Italienerin und dann hat man von mir auch typische Dinge verlangt, wie zum Beispiel, dass ich genau weiß, wie die italienische Politik funktioniert oder wie jetzt gerade das politische System oder Berlusconi, was er wieder angestellt hat. Und natürlich hat man auch von mir erwartet, dass ich zum Beispiel Pizza backen kann. Kann ich nicht, ja. Und in Italien wiederum, da war ich natürlich immer die Deutsche und musste da wieder ein ganzes Programm an Dingen und an Erwartungen erfüllen. Und ich habe eigentlich relativ schnell gelernt und auch durch die vielen vielfältigen Menschen, die mich umgeben, dass es dieses typisch eigentlich gar nicht gibt, ja. Und dass sich viele Menschen ja, auch gar nicht über eine nationale Zugehörigkeit oder über einen Pass definieren wollen und können, ja? Sondern ich habe gelernt, dass typisch eigentlich nur die Vielfalt ist, ja? Und kulturelle Vielfalt. Und dass jeder ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Viele Menschen möchten sich nicht über den Pass definieren, sondern über ihre Leidenschaften, über ihre Interessen. Über eine Stadt, ja, wie viele sagen, ich bin Stuttgarter oder ich bin Frankfurter oder es gibt Menschen, die sagen, ich bin Italo-Deutsche oder Turko-Deutsche oder es gibt vielleicht auch Menschen, ja, die sagen, nee, ich bin einfach Stuttgarter und liebe Gartenarbeit und bin ein Tango-Fan zum Beispiel. Wäre ja auch eine schöne Beschreibung. Ja, und dieses Bild habe ich ausgewählt, weil ich finde es ein schönes Bild, um unsere vielfältige, bunte Gesellschaft auch darzustellen, ja. Diese unterschiedlichen Stühle. Und die Herausforderung ist, dass jeder einen Platz in dieser Gesellschaft findet. Ja? Und mit Platz meine ich, dass diese Vielfalt anerkannt wird, dass diese Vielfalt gelebt wird von allen und dass Teilhabemöglichkeiten auch geschaffen werden. Und zwar nicht nur für die Migranten, das möchte ich wirklich nochmal klar zum Ausdruck bringen, die gerade erst jetzt kommen, sondern unter diesem Begriff Migranten fallen ja auch Menschen, die schon seit über 50 Jahren da sind. Die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten und Potenziale. Genau. Bevor ich auf das Thema eingehe, will ich Sie kurz noch mal um ein kleines Gedankenexperiment bitten. Stellen Sie sich vor, Sie müssten morgen auswandern. Sie wüssten nicht, in welches Land und Sie wüssten nicht, in welche Gesellschaft. Sie würden sich bestimmt wünschen, dass Sie in dieser Gesellschaft akzeptiert werden, ja, für das, was Sie sind. Dass Sie als Bereicherung wahrgenommen werden und nicht als Belastung oder Problem. Boah, das müssen wir jetzt bewältigen, jetzt kommen da welche und so. Sie würden sich bestimmt wünschen, dass Sie Teil dieser Identität sind, ja? Und dass Sie Zugänge haben, Zugänge zu Berufen, dass Ihre Kinder anständig eine Schule besuchen können, dass Sie eine schöne Wohnung bekommen. Also all das, was sich die Migranten, die hier sind oder die gerade hier ankommen, wünschen. Und Stuttgart ist eben jetzt mal so eine Gesellschaft, die eigentlich als recht weltoffen angesehen wird. Sie wird bundesweit, wird die Stadt immer als Leuchtturm der Integration, also es ist jetzt nicht von mir, sondern tatsächlich ist es so, dass in diesen Kreisen der interkulturellen Diskurse und so weiter Deutschland, Stuttgart als Leuchtturm der Integration gilt, weil Stuttgart eben eine recht liberale Politik hatte schon seit vielen Jahren. Und zwar, um ein Beispiel zu nennen, es gibt dieses Motto, das von allen Bürgermeistern schon seit den 80er Jahren in Stuttgart eben so propagiert wird. Jeder, der nach Stuttgart kommt, ist Stuttgarter. Das ist schon mal gut. Das schafft ein Wir-Gefühl. Nicht so wir und die Migranten da, sondern wir. Wir sind alle Stuttgarter. Das ist ein guter Schritt, ein guter Weg. Dann gibt es in Stuttgart, gab es schon in den 80er Jahren den ersten Ausländerbeirat. Das ist ein Gremium, in den Migranten eben hineingewählt werden konnten, um die Belange und Interessen der Migranten-Communities kundzutun, um eben auch teilzuhaben, um zu partizipieren. Und das war damals eben die erste Stadt deutschlandweit. Mittlerweile haben das viele Städte, aber in Stuttgart war das so der Anfang. Stuttgart hat auch nur um noch ein Beispiel zu nennen, das Welcome Center, das ist ein Willkommenszentrum für Neubürger, ja, wo sie eben beraten werden zum
wie lebe ich hier in Stuttgart, wie kann ich einen Deutschkurs machen, wie kann ich hier ankommen. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Einrichtung. Aber was Stuttgart eben auch hat, und das ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal für Stuttgart, Stuttgart hat auch Einrichtungen wie das Forum der Kulturen. Und das ist ein Dachverband von Migrantenvereinen, das sich wirklich aus dem Zusammenschluss von Migrantenvereinen vor über 15 Jahren gegründet hat. Und im Forum der Kulturen geht es hauptsächlich darum, das bürgerschaftliche Engagement von Migrantenvereinen zu unterstützen und zu fördern und die kulturelle Vielfalt über Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, über Festivals sichtbar zu machen. Und was vielleicht viele nicht wissen in Stuttgart, wie es sich gehört für, sagen wir mal, vereinsheimliebende Stadt, haben wir mehr als 300 Migrantenvereine, die mitmachen, die partizipieren. Aber auch in Stuttgart, und ich fasse es mal weiter, auch in Baden-Württemberg gibt es noch viel zu tun, wenn wir sehen, dass selbst hier in Baden-Württemberg Flüchtlingsheime brennen. Es gibt noch viel zu tun und um Vielfalt anzuerkennen, um Diversität zu leben und um Teilhabe zu ermöglichen. Und dann habe ich zwei Bilder rausgewählt, weil ich eben bei diese Perspektive der Migranten-Communities auch mal zeigen wollte. Diese Postkarte ist entstanden mit einer Gruppe von Teilnehmern, Mitgliedern aus Migrantenvereinen. Und es ging um Vorurteile, die ich selbst erlebe und Vorurteile, die ich selbst habe. Wir sind alle, wir haben alle Vorurteile, keiner ist frei von Vorurteilen. Und eines der Vorurteile, die Migranten oftmals fühlen, ist, dass ihre Mehrsprachigkeit nicht geschätzt wird. Und gerade hier, Sie sehen, Sie haben hier diesen Begriff deutsche Sprache, schwere Sprache, das haben alle gehört, die Deutsch gelernt haben. Und Sie sagen, jetzt schaut euch mal diese Sprachen, die es hier gibt. In Stuttgart gibt es über 170 Sprachen, die man vor allem in den Migrantenvereinen lernen kann und die dort gepflegt und gesprochen werden. Und schauen Sie sich mal die Schönheit der Schriften und allein schon die Komplexität. Also da ist nicht nur die deutsche Sprache schwierig. Und das muss man erstmal sehen, anerkennen, genau, wahrnehmen und auch leben. Weiteres Bild, was entstanden ist, ist, ja, dass viele eben noch merken, dass viele Menschen in Schubladen oder in Schwarz-Weiß denken, argumentieren und auch Migranten oder Vielfalt begegnen. Und damit meine ich ganz konkret auch den Alltagsrassismus, den Sie bestimmt alle kennen in diesen Diskussionen, ja, ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber, ja, oder, ja, diese Schule ist eine Brennpunktschule, da sind so viele Migrantenkinder und deshalb schicke ich meine Tochter dann doch lieber auf die Privatschule. Oder, ja, jetzt wird doch die nächste Moschee gebaut und es gibt wieder Aufruhr und so weiter. Also es gibt noch viel zu tun. Was muss die Politik tun? Die Politik muss natürlich die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich finde, die Politik sollte aufhören, von Integrationspolitik zu sprechen. Integrationspolitik ist für eine Einbahnstraße, so nach dem Motto, wir haben hier eine wohlgesittete Gesellschaft, wir wissen, wie es funktioniert und jetzt kommen Leute von außen, die wissen es noch nicht, wie es funktioniert und die müssen wir eben in diese Schubladen pressen. Nein, sie sollte eher von Gesellschaftspolitik sprechen, das heißt eine Öffnung auf beiden Seiten, ja? Ein Voneinanderlernen und vielleicht Systeme auch hier nochmal zu umdenken, neu zu definieren und neu zu gestalten, und zwar gemeinsam zu gestalten. Politik müsste das Bildungssystem reformieren, die Lehrerausbildung. Ja, es kann nicht sein, dass es immer noch ein Optionsfach ist, ein Seminar in interkulturelle Kompetenz zu belegen oder dass Lehrer keine Antirassismus-Trainings bekommen. Das ist eigentlich eine Verantwortungslosigkeit. Es kann auch nicht sein, dass das Thema Migration nicht wirklich einen Platz innerhalb der Lehrpläne hat oder wenn, dann nur zum Teil, aber es müsste viel stärker verankert sein und auch die Lehrprogramme eben vielfältiger zu gestalten. Die Politik müsste wirklich auch nochmal prüfen, dass Ämter, Institutionen antirassistisch sind, ja, und dass es eben antirassistische Untersuchungskommissionen gibt. Ich nenne nur das Stichwort Racial Profiling und NSU-Affären, die uns das gezeigt haben. Und in Baden-Württemberg gibt es das zum Beispiel immer noch nicht. Ich könnte jetzt noch unzählige Beispiele nennen. Das kommunale Wahlrecht wäre zum Beispiel auch nochmal so eine Sache. Ja, einfach damit Menschen unabhängig von ihrer Herkunft teilhaben können, zumindest die Stadt mitgestalten zu können. Und was können du und ich tun? Was können wir tun? Wir können natürlich uns erstmal über die Vielfalt freuen. Freuen wir uns über die Vielfalt auf unseren Arbeitsplätzen, in unseren Schulen. Freuen wir uns über die Lehrerinnen mit Kopftuch in unseren Schulen, die wirklich diese Vielfalt ins Klassenzimmer tragen. Ja? Lasst uns freuen über die Vielfalt auf den Arbeitsplätzen, beziehungsweise lasst uns das auch einfordern, dass immer mehr Migranten auch in Chefetagen arbeiten.
Und was eben auch noch wichtig ist, ist wirklich dem Alltagsrassismus zu begegnen. Ich denke, das kann jeder von uns tun, wirklich nochmal zu schauen, wo habe ich heute diskriminiert, weil jeder von uns hat Vorurteile. Ich denke, das ist der allererste Schritt, sich darüber im Klaren zu werden, dass jeder Vorurteile hat. Und zu schauen, weshalb habe ich heute diskriminiert und vor allem zu überlegen, was kann ich morgen besser machen. Und es gibt auch unzählige Kurse, die man besuchen kann, um sich mit Vorteilen auseinanderzusetzen, um sich auch mit rassistischen Strukturen, die es in unserer Gesellschaft gibt, auseinanderzusetzen. Und ich denke, der erste Schritt ist wirklich dafür ein Bewusstsein zu bekommen. Und ich kann nur noch einen Appell an Sie richten, sich zu engagieren, vielleicht auch in den 300 Migrantenvereine, die wir hier in Stuttgart haben. Man kann dort Veranstaltungen besuchen, man kann dort Sprachen lernen, man kann dort Tänze tanzen, man kann sich einfach dort engagieren. Und es geht auch darum, nach Räumen zu suchen, wo wahre Begegnungen stattfinden können. Und es gibt hier in Stuttgart doch viele, viele Möglichkeiten. Kulturelle Vielfalt ist auch eine Herausforderung. Also ich will nicht sagen, das ist alles easy und ein Spaziergang. Wir werden natürlich über Werte diskutieren müssen, es wird Wertekonflikte geben, es wird Menschen geben, die andere Vorstellungen haben von Gesellschaft. Es wird natürlich auch einen Konflikt geben zur Verteilung von Ressourcen, das wird es auch geben. Aber wichtig ist, dass wir diese Lösungen gemeinsam ausarbeiten, ja? Und nicht Migranten davon ausschließen, sondern sie mit einbeziehen in diesen Gestaltungs- und Entscheidungsprozess. Genau. Und was eben wichtig ist, ist, dass sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik die Verantwortung dafür tragen. Was ganz wichtig ist, ist, dass der Rahmen, in dem kulturelle Vielfalt stattfinden kann, immer ein demokratischer Rahmen sein muss. Es darf nicht sein, dass man im Namen von viel kultureller Vielfalt Parteienpolitik betreibt, ja, oder religiös-fundamentalistische Ziele verfolgt. Das ist natürlich nicht möglich. Und jetzt muss ich ganz kurz noch über die Zukunft sprechen und habe jetzt den Titel Sophias Welt, Sie kennen bestimmt das Buch. Sophia ist meine Tochter, sie ist 4 Jahre alt, wächst zweisprachig auf, ist in der Kita hier in Stuttgart und sie lebt kulturelle Vielfalt täglich. Dadurch, dass sie mit 2 Sprachen aufwächst, hat sie auch schon 2 Sichtweisen auf die Dinge. Sie weiß, es gibt verschiedene Perspektiven, man kann Dinge auf 2 verschiedene Sprachen, das heißt mit unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. Ja, sie hat Erzieherinnen, die Kopftuch tragen, Erzieherinnen, die unterschiedlichster Herkunft sind und sie macht keine Unterschiede. Und ich finde es einfach schön und es erfüllt mich mit Freude, wenn ich sehe, dass Kinder so in Stuttgart aufwachsen können. Und auch neueste Studien zeigen uns, dass unter Jugendlichen Vielfalt, kulturelle Vielfalt ein Normalfall ist. Sie erleben es in dem Schulhof, sie erleben es im Klassenzimmer. Also es ist schön zu sehen, dass es für die Zukunft eigentlich Normalfall ist. Aber diese Zukunft, diese jungen Menschen und Kinder brauchen natürlich starke Vorbilder. Und das sind wir. Starke Vorbilder, die eigentlich nur eins zeigen müssen, dass wir alle unterschiedlich sind, alle unterschiedlich denken, alle unterschiedlich leben, alle unterschiedliche Werte haben, dass das aber eine Bereicherung ist. Dass es eine Bereicherung ist und dass wir mit Mut und Zuversicht dieser Herausforderung begegnen müssen, eine neue gemeinsame Gesellschaft zu gestalten. Dass wir alle Platz nehmen müssen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, um diese Herausforderung meistern zu können. Und wir leben in einem Land, das eben so reich ist an Menschen, die sich engagieren und an Ressourcen, dass ich denke, dass wir diese Herausforderung sehr gut meistern können. Dankeschön.